Der Dickmaulrüssler ist einer der häufigsten Schädlinge in unseren Gärten. Dass man ihn mit Fadenwürmern begegnen kann, das haben wir Ihnen in der letzten Sendung gezeigt. Und wo diese Nematoden herkommen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Laut ist es da, wo die Würmer herkommen. Die Maschinen laufen auf Hochtouren, denn die Firma INEMA bei Kiel ist das einzige Unternehmen in Deutschland, das nützliche Fadenwürmer züchten kann. Ralf Udo Ehlers war einer der ersten weltweit, der es schaffte, sie in Tanks zu vermehren. Fadenwürmer, wissenschaftlich Nematoden, sind winzig, sehr einfach gebaut und überall zu finden. Viele Arten richten großen Schaden an, es gibt aber auch einige sehr nützliche. Nematoden lassen sich gut einsetzen, um Insekten in Verstecken zu bekämpfen, weil die Nematoden aktiv nach den Insekten suchen. Das heißt also, wir können zum Beispiel Dickmaulrüssler im Boden gut bekämpfen, Engerlinge, Maulwurfsgrillen. Wir können aber auch zum Beispiel Apfelwickler gut bekämpfen. Die Apfelwickler, die verspinnen sich ja vor dem Winter, entweder in der Rinde des Baumes oder auch im Boden. Und dort lassen sich die Nematoden optimal einsetzen, weil sie eben selber nach diesen Insekten suchen. Die speziellen Würmer, die INEMA züchtet, tragen in ihrem Inneren Bakterien. Nur gemeinsam schaffen Wurm und Bakterie es, das Abwehrsystem der Insekten zu überwinden und sie zu töten. Die toten Larven nutzen sie dann, um sich in ihnen zu vermehren. Bei der Zucht werden Reinkulturen der Bakterien und Fadenwürmer zusammengebracht. In riesigen Tanks, sogenannten Biofermentern, vermehren sie sich dann. Letztendlich ist der Bioreaktor unser großes Insekt aus Edelstahl. Also wir beimpfen das Ganze mit Bakterien und die wachsen dann heran. Und dann nach einem Tag oder zwei Tagen geben wir die Nematoden dazu und die vermehren sich dann statt einem Insekt an künstlichen Nährmedien im Fermenter. Über 10 Jahre Forschung waren nötig, bis das System industriereif und zuverlässig war. Heute ernten 40 Mitarbeiter riesige Mengen Nematoden für den weltweiten Markt. Jede Charge wird vor der Auslieferung in einem Biotest auf ihre Tödlichkeit überprüft. Wir nehmen aus jedem Fermenterlauf eine Probe und geben die auf Mehlwürmer und sehen uns an, ob die Nematoden auch infizieren. Und wir haben diesen Test genau so designt, dass immer genau 50% sterben müssen, sodass wir feststellen können, ist es eine gute Charge, ist es eine schlechte Charge. Für den Transport vermischen die Mitarbeiter die Würmer mit einem speziellen Pulver. Darin können sie schnell und effektiv verpackt werden und sie überstehen die Reise lebend. Ein anderer Wurm wird mit Gel vermischt und per Hand in Brettchen gepresst. In diesen Brettchen kann er dann ausgelegt werden. Mittlerweile züchtet INEMA 4 verschiedene Nematodenarten, denn der Bedarf an biologischer Schädlingsbekämpfung wächst. Immer wieder kriechen neue Schädlinge aus den Löchern und die alten werden immer resistenter. Alle Informationen zu